So, hi, willkommen zum nächsten Video. Liebe Grüße, immer noch aus dem sonnigen Darmstadt. Heute dreht sich alles um das Thema Hochhalten. Der ein oder andere wird sich schon sagen, ja, ich kann schon hochhalten. Aber erst, wer die einfachsten Dinge beim Hochhalten perfekt kann, kann sich dann auch leicht an die schweren Dinge wagen. Das bedeutet, ich zeige euch einfache Übungen, mit denen ihr euer Hochhalten perfektionieren könnt. Gut aufpassen und fleißig zu Hause üben. Viel Spaß! So, also kommen wir zum Thema Hochhalten. Ganz, ganz wichtig ist, dass unser Credo ist, wir beherrschen den Ball und der Ball beherrscht nicht uns. Das bedeutet, unsere erste Übung wird ganz, ganz einfach sein und wir kontrollieren damit, ob wir den Ball beherrschen oder uns der Ball. Dafür brauchen wir jetzt den Ball und wir werden den Ball immer einmal auf den Boden dotzen lassen und dann mit unserem rechten und oder linken Fuß wieder zurück in die Hand spielen. Ganz wichtig ist, dass der Ball nicht zu hoch fliegt und nicht zu tief fliegt, sondern in die Hand zurückkommt, so wie wir ihn fallen gelassen haben. Und aufpassen. So, das ist die Basisübung. Ihr habt gesehen, ich habe den Ball mit beiden Händen fallen gelassen. Und dann wieder dieses Mal mit meinem rechten Fuß zurück in die Hand gespielt. Macht das ruhig zuerst mit eurem starken Fuß. Und wenn ihr euch da völlig sicher fühlt, probiert ihr es mit dem schwachen Fuß. Ich probiere es auch mal mit dem linken. So, ihr seht, das klappt auch. Wichtig dabei ist, ich bleibe immer in Bewegung. Das bedeutet, ich stehe nicht steif, sondern ich bleibe immer locker in Bewegung und spiele den Ball wieder zurück. Ich bleibe immer ganz locker und ihr seht, der Ball fliegt nicht zu hoch, er fliegt auf Nasenhöhe. Das sollte maximal die Höhe sein. Das ist natürlich nur die Basis vom Hochhalten. Jetzt, wenn wir das gut können, wechseln wir ab zwischen dem rechten Fuß und dem linken Fuß. Es bleibt dabei, der Ball dotzt einmal auf dem Boden auf und wir spielen ihn mit dem Fuß zurück wieder in die Hand. Denkt an Nasenhöhe und wenn ihr dem Ball hinterherlaufen müsst, dann kontrolliert der Ball euch und ihr kontrolliert nicht den Ball. Also, aufgepasst! So, wir kommen zum nächsten Schritt. Jetzt spielen wir den Ball mit dem rechten und dem linken Fuß und spielen ihn wieder zurück in die Hand. Das bedeutet, wir lassen ihn einmal fallen, einmal mit dem rechten Fuß, einmal mit dem linken Fuß, dann wieder zurück in die Hand. Und ganz, ganz wichtig, denkt an die Nasenspitzenhöhe und dass ihr den Ball kontrolliert. Achtung, aufgepasst! Ich habe gesehen, ich habe mich nicht von der Stelle bewegt, ich habe auf einem Fleck gestanden und das zeigt, dass ich den Ball kontrolliert habe. Wenn ihr dem Ball hinterher rennen müsst, hat das noch nicht so gut geklappt. Also versucht auf einem Fleck zu stehen und den Ball so zurückzuspielen, dass ihr ihn locker wieder fangen könnt, ohne hinterher zu hechten. Wenn ihr das könnt, können wir zum nächsten Schritt gehen.
So, im nächsten Schritt nehmen wir uns jetzt immer ein Ziel vor. Das bedeutet, wir sagen zum Beispiel, wir halten den Ball 3 Kontakte hoch und spielen ihn dann wieder zurück in die Hand. Wir können zum Beispiel sagen, 3 Kontakte rechts, spielen ihn wieder zurück in die Hand, 3 Kontakte links, spielen ihn wieder zurück in die Hand. Ganz, ganz wichtig, nehmt euch Ziele vor beim Hochhalten. Wenn ihr später etwas besser hochhalten könnt, dann könnt ihr Sachen ausprobieren und könnt variieren. Aber am Anfang ist der beste Weg, es zu lernen, euch klare Zielvorgaben zu nehmen und so eure Kontrolle über den Ball zu prüfen. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, 1, 2, 3 Mal hochzuhalten, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen trainieren. In meinem Fall nehme ich mir jetzt vor, 4 Mal rechts, links zu jonglieren und den Ball dann wieder in die Hand zu spielen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Puh, das hat geklappt, da bin ich ja froh. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr das einmal schafft, habt ihr es vielleicht noch nicht perfektioniert. Übt das ruhig öfter, nehmt euch dieselben Ziele vor und erst wenn ihr das Gefühl habt, ich könnte das 1000 Mal hintereinander und es würde immer klappen, dann habt ihr auf jeden Fall die Grundtechnik des Hochhaltens trainiert. So, zum Schluss versuche ich nochmal ein paar Sachen aus meinem Arsenal auszupacken. Ich bin auch ein bisschen noch im Winterschlaf, aber wir gucken mal, was so klappt. Und ich kann euch vielleicht den einen oder anderen Trick zeigen, den ihr vielleicht auch zu Hause trainieren könnt, wer weiß. Also ihr habt gesehen, auch ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Aber Übung macht den Meister beim Hochhalten. Nicht direkt zu viel probieren, sondern in kleinen Schritten immer wieder verbessern. Und wenn ich die leichtesten Dinge perfekt kann, kann ich immer wieder die schweren Dinge probieren. Okay? Also ich hoffe, ihr bleibt fleißig. Ihr trainiert schön zu Hause. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Und liebe Grüße aus Darmstadt.